Hallo und willkommen zurück zu Fortnite. Mit dabei der Pulitzer. Guten Tag. Und weitere Übungsstunden, die für euch als Zuschauer sehr traurig werden. Stunden vor allem. Ja gut, aber nach der letzten Runde, also die letzte Folge haben wir auch vor, keine Ahnung, 2 Minuten aufgenommen. Deswegen die letzte Runde, die war gar nicht so schlecht, da können wir drauf aufbauen. Welcher Rang war das? Hast du da drauf mal geachtet? Nee, gar nicht geguckt. Also einmal komplett durchfliegen, sagst du? Ja, also so Städte sind meistens zu viel Ansammlung. Dann lieber irgendwie so ein Stück dahinter, weil dann kann man sich auch schön ransneaken an den meisten. Ja. Aber kann auch falsch sein, ich weiß es nicht. Wir haben ja beide nicht so viel Erfahrung. Nee. Das Ding ist aber im Turnier, wenn wir wirklich so eine Riesenkarte haben, vielleicht kriegen wir auch nur einen Ausschnitt von der Karte, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich warte bis zum Schluss und gehe dann direkt Ja, runter. mache ich auch. Wenn ich auf der Karte meine Dings sehe. Genau jetzt. Weil wenn wir im Turnier 20 Teams sind, 40 Leute, dann wird das ja wahrscheinlich deutlich übersichtlicher. Aber dann vielleicht die Kämpfe auch umso hektischer, wer weiß ja. Ich glaube aber nicht, dass wir einen Kartenausschnitt bekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube auch nicht, weil das wäre ja mit Aufwand wieder verbunden. Ja. Ich bin hier ein bisschen abseits von dir runtergegangen, weil hier nicht so viel Zeug ist. Ah, ich habe nur eine Handgranate gefunden. Ich bin noch nicht Komm mal in deine unten. Runde. Ich sehe schon, wie du kreiselst. So eine Krähe über ihrer Beute. So, jetzt bin ich gelandet. Meine Mist, allerersten Mist. Matches am Anfang auf der Xbox, die war sogar so, dass ich meistens irgendwo mit jemand anders zusammengelandet bin und fast meine allerersten 4, 5 Kämpfe waren immer hier Axtkämpfe. Okay. Bauaxt. Respektabel. Finde ich nämlich gar nicht so einfach, damit jemanden zu killen. Solange du den ersten hit hast, geht Aber du das. musst halt immer treffen. Ja. Ah, das Ding ist am Dachstuhl, oder was? Ist es da mehr? Lohnt es sich für mich da auch noch reinzugehen? Nee, da lohnt sich's nicht mehr. Also, ich hole mir jetzt vermutlich noch eine Kiste. Aber mehr ist hier dann leider nicht. Naja, meine ist noch eine weiße Pistole, ja. Also das war jetzt. Die Kiste war leider auch nicht so von Erfolg. Ups, Entschuldigung, nicht erschrecken. Das war aus Versehen falscher Maustaste. Wieso, was hast du denn gemacht? Geschossen. Achso, das habe ich gar nicht gehört. Achso, das ist gut. Dann hat es auch niemand anderes von mir gehört. Das Spiel macht bei mir manchmal so Geräusche. So ein Boom. Ja, das sind, glaube ich, einfach nur so atmosphärische Geräusche. Das habe ich mich auch tatsächlich schon gefragt, was das soll. Oh, Autos schlagen sollte man nicht. Nee. Übrigens die Karte, man sieht doch schon, wir sollten vielleicht Richtung Pleasant Park. Ja. Ich baue hier nur noch die Wand weg. Da unten ist auch ein kleines Häuschen. Da liegt auch irgendwas Grünes drin. Kannst du auf jeden Fall nehmen. Ich hatte im Multiplayer-Game auf der Xbox einmal ein Spiel, da war ich Platz 2. Auch eine ziemlich coole Runde. Ich hatte von allen Rohstoffen über 900. Das war krass. Okay. Aber hast du sie auch benutzt? Da war ich noch nicht so skilled. Ich will mich jetzt zwar auch nicht skilled nennen, aber ich habe sie benutzt. Hatte auch einen schönen großen Turm. Aber das Krasse ist, das Spiel war dann schon so lange, dass der Radius, in dem man sich Ja. aufhalten durfte, mikroskopisch klein war. Also einfach alle nach oben gebaut. Gab ja nur noch einen dann. Okay. Und das war ein ziemliches Kopf an Kopf. Und dann waren halt mehrere Türme da und ich wusste nicht, in welchem er war. Und ich bin halt in den falschen rein und dann stand er hinter mir oder so. Okay, schade. Ja. Passiert. Daraus lernt man. So, links lang oder wollen wir hier rechts rangehen? Rechts. Da, wo du schon langläufst, dann kommen wir nicht so direkt rein. Habe ich mir auch gedacht. Waffentechnisch. Was hast du für eine Waffe? Ich habe 2 Schrotflinten und eine Maschinenpistole, also nichts für einen Fernkampf. Ich habe ein Ein Sturmgewehr. Sturmgewehr, okay. Willst du eine Schrotflinte haben? Ich kann dir eine schlechte geben für einen Nahkampf. Weiß nicht. Ja.
Weiß nicht, ob das was bringt. Ansonsten habe ich schon 172 Holz. 257 und 164 Steine. Aber wir haben 35 Metall. Ah, oh, da ist immerhin ein Medpack drin. Ich nehme das mal mit. Greens? Gibt es ja auch Farben, ja, bei den Medipacks? Ja. Ich glaube, es gibt von allem Farben. Wie die dann. Ich glaube, die unterscheiden sich dann halt, was wie sie. Wie viel die auf einmal laden. Genau. Oder wie schnell. Und was für Zusatzattribute machen sie, glaube ich, auch noch manchmal, wie dieser komische Schlupfsaft. Dass er halt Schild und Leben macht und sowas. Mhm. Aber wobei, es gibt, glaube ich, zum Beispiel diesen Schlürfsaft, der ist, glaube ich, immer lila. Oder manche Sachen sind immer lila. Und da immer blau. Kommt immer ein bisschen, glaube ich, weiß ich nicht. So, wir sind relativ weit auseinander gerade. Ja, aber ich habe jetzt einfach mal die Annahme getroffen, hier ist keiner und hier ist auch keiner. Hier liegt aber auch nichts drin, das heißt, hier war schon einer vermutlich. Ich komme mal wieder zu dir rüber. Anarchie Arc. Jetzt müssen wir natürlich einmal um den See, oder wollen wir rumlaufen? Irgendwie rechts rum, oder was meinst du? Ja. In die Towers würde ich jetzt nicht unbedingt reingehen. In die was? In die Tilted Towers, das ist immer... Also wurde mir mehrfach von meinen Abonnenten... Ach, da unten. Hm. Abgeraten. Nee, kenne ich mich noch nicht so gut aus, dass ich... gleich wusste, wo du meinst. Nee. Alles gut, alles gut. Ich krieg das jetzt auch erst so nach und nach mit. Aber auch nur, weil es die Leute in die Kommentare schreiben. Ich. Pff. Ah, guck mal. Hast du nicht gesagt? Ja, da ist ein Dings, ja. Aber ich finde, im Wasser ist man. Weiß ich nicht. Ich würde Probleme damit haben, jemanden im Wasser anzugreifen, aber ich wurde schon oft im Wasser gekillt. Man kommt nicht schnell weg. Man ist. Ja, vor allem das Problem ist. Ah, nee, die Kiste ist schon offen. Schade. Das Problem ist, hier sind auch Leute. Also, du siehst ja da drüben bei der Insel, wo wir vorhin auch waren, ist auch schon ein Steg rausgebaut. Ach, krass, ja. Ist eine Planke. Deswegen, ich habe ein bisschen. Ich glaube, ich komme lieber schnell aus dem Wasser wieder raus. Hm. Weil, wenn uns jetzt jemand von der Entfernung angreift, haben wir nichts, was wir gegenhalten können. Außer du halt nur Sturmgewehr ein bisschen, aber. Aber ich habe kein Visier, wie sagt man? Ja, ja. Fernrohr, Zielfernrohr. Ich fühle mich unterausgerüstet. Da oben ist eine kleine Hütte, da gucke ich noch hin. Ja, also ich habe auch nur das Weiße von dir und das Grüne von mir. Nee, ist leer. Okay, shit. Dann haben wir ein Problem. Naja, pff. Je näher wir dem Mittelpunkt kommen, desto weiter das... der Sturm zieht, desto mehr Leichen werden wir auch finden. Ja, stimmt. So, aber da oben kommt so ein Dings, ja. Wo denn? Kennst du, über dem Wasser landet es direkt. Ah, ich sehe es. Wollen wir es riskieren oder wollen wir uns da an dem fetten Baum positionieren und den abschießen, der vielleicht zur Kiste läuft? Ja, finde ich gut. Wenn keiner kommt, können wir immer noch hingehen. Da ist auch direkt eine Kiste. Auf dem Boot. Die ist aber offen, glaube ich. Ja. Oh, es ist ganz schön weit doch. Ich hätte gedacht, es ist näher ran. Ja, komm, lass noch. Ja, wobei ist das so? Ja, doch, es ist wirklich ziemlich weit. Ich habe auch schon Spieler gesehen, die Dings runtergeschossen haben. Ah, hast du geschossen? Ja, das ist der Balken, den wir vorhin gesehen haben. Und da hinten ist noch drauf einer. Oder da unter? Zum Beispiel da hinten, wenn du nach Norden guckst, da hat einer nur noch 842. Weil da ist jetzt richtig geiles Zeug drin, so legendäre Raketenwerfer oder sowas. Okay, ich habe noch nie so eine Kiste gehabt. Noch nie. Nicht einmal. Ich sehe gerade keinen, sieht gut aus. Ah, da links von uns, Westen 255 Grad, ist ein Pfeilteam. Au. Nehmen und weg. Ja, da konnte ich nicht nehmen. Zu sehr geballert, die Jungs. Bau was Schönes, ich versuche hinter dich. Hast du Steine oder so? Dass du was aus Stein bauen kannst? Und am besten dahinter, mach dahinter noch eine Treppe. Damit wir eine Doppelwand haben. Genau. Und dann hinter die Treppe am besten. Hast du was Gutes gekriegt? Nein. Nein!
What the fuck? Wo kam denn der jetzt so schnell her? Ah. Die waren oben 100 pro noch in der Hütte drin. Aber ich hatte meine Beute war natürlich super low. Aber guck mal, die haben ja auch auf jeden Fall Skinpacks sich gekauft. Hm. Ich bin mal gespannt, was... Das wäre natürlich auch eine Methode. Ach, stimmt das. Auf dem Wasser Dings bauen und dann ist man umso schneller da. Auch noch nicht drüber nachgedacht. Macht irgendwie Sinn. So schnell raus und noch eine Runde schaffen wir. Ja. Ach Mann, schade. Aber hey, es ist wirklich was anderes, wenn man zu zweit diesen Duo-Modus spielt. Hm. Ja, wie gesagt, wenn der eine dann angegriffen wurde, dann ist man auch ein bisschen ausgeliefert, wenn man dann gerade retten will. Und vor allem 10 Sekunden sind in so einem Spiel auch viel Zeit, ja. Das stimmt. Was hätten wir besser machen können? Wir hätten einfach direkt eine Wand um dieses Ding drumherum bauen müssen, glaube ich. Ja, also, aber an sich ja. Aber ich finde, man verrät sich dadurch ja auch. Ja gut, aber ich glaube, man hätte es trotzdem gesehen. Man hat uns ja trotzdem gesehen. Ich glaube, ich versuche jetzt wirklich mal, mich bei jedem Rotz einzubauen, egal was ich tue. Hier kommen wir nach unten. Wollen wir in die Wutz? Ja. Nochmal probieren. Das Ding ist, da gibt es halt extrem viel Beute. Meistens ist in der Mitte in der Hütte was und in dem Labyrinth sind auch zwei, drei Ecken, wo ich immer schon Kisten hatte. Okay. So ein Haufen ist schon raus, aber ein paar hocken noch, glaube ich. Springen jetzt. Ich würde gerne zurückgucken können. Ja, das habe ich auch vorhin versucht. Hab Alt gedrückt aus alter Gewohnheit bei PUBG. Aber da ist ja nur das Menü. Oder das Inventar, besser gesagt. Achso, du bist über mir. Okay, ich habe jetzt gerade keinen gesehen, als ich mal kurz einen Schwenk gemacht habe. Du bist in der Mitte gelandet? Jo, hab eine Kiste gefunden. Oh nein, die Armbrust. Ich hasse die Armbrust. Ich höre auch eine Kiste. Ich hab Schlürftrank. Sehr gut. Ich laufe links. Achso, du siehst mich ja, wo ich langlaufe. Ja. Ich hab von oben noch zwei andere grüne Sachen gesehen. Ich bin gerade echt überlegen, ob ich mich hier jetzt einfach mal kurz durchhacken soll. Ich höre eine Kiste. Wir sind auf jeden Fall ziemlich weit entfernt von dem Ding. Jetzt müssen wir früh loslaufen. Nehmen wir mal das Gewehr noch mit. Ich bin auch noch gar nicht so richtig mit den Waffen vertraut, was ist besser oder so. Ja, ich auch nicht. Also zum Beispiel dieses Salvengewehr, das finde ich ganz cool, muss ich sagen. Das normale Sturmgewehr mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil das sehr streut, habe ich so das Gefühl. Hörst du das? Nee, ich nehme an, nein. Okay, also ich habe gerade mit dieser schallgedämpften Maschinenpistole geschossen. Okay. Und für mich hört sich das trotzdem laut an. Nee, ich habe gar nichts gehört. Aber du hast nichts gehört. Achtung, ich schieße mal auf dich. Was? Hast du das mitbekommen? Warte mal. Nee, gar nicht. Nur dieses am Ende, als es dann an mir vorbeigezogen ist. So ein Fit. Okay. Das ist gut zu wissen, weil dann verrät man seine Position noch nicht. Vielleicht probiere ich die dann doch mal aus. Ich habe zwar noch in keinem Spiel jemals in einem Multiplayer-Spiel mit einer Armbrust was gekillt, aber...
Ach, hier dieser Schlürfsaft. Jetzt habe ich es gerade. Ach, hier ist noch ein Schlürfsaft. Ich hätte noch ein bisschen Schildenergie für dich. Ja. 25er. Ich glaube, wir müssen aber. Müssen wir los? Oh. Ja. Komm her. Von der anderen Seite. Du musst doch hier runter. Wir müssen doch hier lang. Hier lang müssen wir. Richtung Südwesten. Oh, Entschuldigung. Ich schmeiß hier kurz hier den Trank hin. Ja, ich stehe auch. Absetzen. Cool. Ich habe gerade gelesen, da steht Schild und Kondition über Zeit. Also das ist wie so ein Regenetrank. Genau. Ist wie der Energy Drink eigentlich bei PlayerUnknown's Battlegrounds. Spielst du das eigentlich? Nee, gar nicht. Scheiße, aber ich habe gerade irgendwas liegen lassen. Meine schallgedämpfte Waffe. Scheiße. Ich guck schon mal, ich reiß hier mal kurz ein bisschen Stahl ab. Ja, aber in 30 Sekunden geht das Schild los. Ja, wir müssen eigentlich, glaube ich, dann hier durchlaufen. Warte aber trotzdem. Ich bin schon wieder on the run. Hier wird keine Zeit lassen. 47 Leben noch, die Hälfte ist schon tot. Oder sind das 47 Teams? Nee, Personen, glaube ich. Nee, das sind Personen schon. Bleib mal unten lieber, oder? Ich würde jetzt nicht hochgehen, weil sonst springen wir gleich wieder runter. Das hier sind alles nur nette kleine Hügelchen, also hier ist kein Problem. Also außer wir würden jetzt direkt auf eine Kiste zulaufen, würde ich jetzt wirklich zielstrebig erstmal zu links laufen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da kommen schon wieder die Ballons runter. Ach, da hinten, was? So früh im Spiel? Ich sehe gleich zwei, ja. So, ich habe jetzt eine so eine Stachelfalle auch gefunden in der einen Hütte. Aber die kann man bestimmt nur ein einziges Mal benutzen. Ja. Ist natürlich aber geil, wenn man vor irgendwem wegläuft, sich so eine Treppe nach oben baut und dann sich dahinter versteckt, hinter der nächsten oder so, und der dann erstmal reinläuft. Also die krasseste Möglichkeit, die ich jemals gesehen habe, glaube ich, wo mich einer total mit überrumpelt hat. Oh, hier ist eine Kiste. War in so einem, in einer von diesen ganz kleinen Hütten. Was ist das für ein Ding? Boogie-Bombe. War in so einer ganz, ganz kleinen Hütte, wirklich, wo du nur vier Wände hast und eine Tür. Ich bin reingegangen, ich war sofort tot. Weil deine Stachelfalle dann lag? Ja, also nee, der hat das ganze Ding mit Fallen ausgekleidet quasi. Auf dem Boden Stachelfalle, an der Decke diese Elektrostachelfalle. Aber sieht man das dann nicht beim Reinlaufen? Nee, ich bin einfach Tür aufgemacht, reingegangen. Achso, man ahnt es ja auch nicht, ja. Genau, also hätte ich es vorher geahnt, ja, vielleicht hätte ich es irgendwie noch umgehen können, aber der hat mich nicht überrumpelt. Im Schutz der Bäume bleiben? Ach, ich würde schon, also unser Loot, ich würde reingehen auf jeden Fall, unser Loot ist nicht so gut. Ah, da ist aber schon jemand drin gewesen. Na dann auf jeden Fall Schleichmodus. Leise Tür noch machen kann man scheinbar auch nicht. Nee. Ist leer. Bei mir ruckelt es gerade wieder ein bisschen. Also irgendwie. Ganz toll ist die Performance momentan nicht. Na, hier ist gar nichts. Ich vermute mal, in den anderen Hallen sieht es ähnlich aus. Kann gut sein, hier ist eine grüne Waffe noch. Taktische Maschinenpistole. Nö. Ich höre sie ja mega laut. Oh, die mag ich super gerne, die schallgedämpfte Maschinenpistole. Allerdings nicht in weiß. Da war doch eine grüne gerade. Habe ich dir doch gesagt, aber. Nein, die hier, die schallgedämpfte. Ja, aber drinnen war doch auch noch eine. Das war eine taktische. Achso, taktisch, Entschuldigung, ja. Habe nichts gesagt. So, wenn man aber im Schleichmodus rennt, das müsste dann trotzdem noch leise bisschen, sein, ja? Ein bisschen leiser, aber also nicht so, wie wenn wir jetzt irgendwie ganz normal rumlatschen. Keiner da. Keiner da, ne. Okay, der nächste Kreis wird wieder kleiner. Vielleicht mal da so zwischen die Bäume. Jo. Nehmen wir aber trotzdem hier noch ein Stück Mauer mit. Das ist
ist auf dem Häuschen. Also die Chance, dass jemand da lang gegangen ist. Ja, Leute, hier ist irgendwo noch eine Kiste. Ja? Moment. Na gut, das. 2 Minuten, bis die Mauer fertig ist. Ja, ich hör's. Hey. Ha! Immerhin ein blaues Gewehr. Tja, was schmeiß ich dafür jetzt weg? Boah, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich schmeiß die Schrotflinte für weg. Taktische Schrotflinte. Ich habe ein paar Handgranaten, aber ob die es wert sind, weiß ich auch nicht. Ah, doch, die sind schon wichtig, weil damit kannst du halt sehr gut die Gebäude zerstören, also einen Turm oder sowas. Hm. Dafür, also für nichts anderes sind die ehrlich gesagt auch gut, also ich wüsste zumindest nicht für was. Am besten, wenn man sogar höher steht, ja, und in den Turm reinwerfen kann von oben. Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn da ein Turm steht und man zerschießt ihn? Über uns ist jemand. Ja. Hier im Gebäude. Schmeiß doch mal deine Granate. Ich schmeiß jetzt mal meine Granate rein. Hat Spaß. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Weiß nicht, was diese Granate ehrlich gesagt bringt, die ich da reingeworfen habe. Das war eine Smoke, glaube ich, von dir. Ja, das war eine lila, ne? Warst du das? Nein. Ich sehe nichts. Die sind oben im Dach, die sind 100 pro oben im Dach. Ich sehe deinen Namen, aber das war's. Komm mal raus und wir schmeißen das Ding mit Granaten klein. Okay, wir werden beschossen von einem Sniper. Boah, von da hinten. Aber das sind nicht die da in dem Haus sind. Komm, jetzt hier. Lass uns mal hier in die Bäume verstecken. Genau. Zurückziehen. Dann betteln die sich jetzt vielleicht. Wir gucken uns das mal mit an. Okay, die bauen sich hoch. Siehst du einen rumhüppen? Ja, aber ich würde jetzt nicht schießen wollen. Der kommt auf uns zu. Ne, der ist da oben drauf. Tja. Ich habe keine Granaten mehr, ich habe alle abgefeuert. Da rechts ist einer. Rechts, wo? An der Treppe. Okay, der gehört nicht zu dem, so wie der guckt. Baut er sich jetzt da hoch. Ich würde sagen, wir warten kurz ab und töten den, der übrig bleibt. Ja. Hinter uns. Da liegt auf jeden Fall eine Leiche hinter uns. Hm. Okay, da geht's los. Wollen wir rein? In der Hoffnung, dass er jetzt abgelenkt ist. Achtung, er kommt! Oh, von rechts auch noch und von links, alles klar. Oh, scheiße. Ich war One-Hit auf jeden Fall. Ich war auch sehr schnell tot. Alter, wir beiden mit Maschinengewehr, jeder wahrscheinlich eins. Aber immerhin Platz 12. Naja. So, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ja, aber trotzdem mit der Runde. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Bis dann. Ciao.